Ich heiße Dhruv Khatta, ich komme aus Indien. Ich bin 17 Jahre alt und seit 6 Jahren lerne ich Deutsch. Ich heiße Gabriela, ich bin 19 Jahre alt, ich komme aus Chile. Ich wohne in der ersten Stadt von Chile, aus Chile, und ich studiere Ingenieurwissenschaft. Ist mir wichtig, mein Studium zu beenden. Ich studiere Ingenieurwissenschaft. Ich möchte damit das Denken in meiner Stadt und meinem Land verändern. Wir können eine bessere Welt schaffen. 5 Jahre nach dem Start der Initiative zeigte der Zukunftsworkshop in Berlin, wie die deutsche Sprache Schüler aus aller Welt verbindet. In PASCH-Projekten habe ich gelernt, ja, als kulturweit Freiwillige Verantwortung zu übernehmen und gegenüber allen neuen Erfahrungen tolerant zu sein und offen. Ich bemerkte, dass ich gut in Deutsch war und ich sagte, okay, ich werde Deutschlehrer sein. Ich werde Jura studieren und ich denke, dass Lernen Deutsch wichtig für mich ist. Ich habe viel gelernt. Zum einen habe ich mich der Welt geöffnet, also mit den PASCH-Projekten habe ich mit verschiedenen Leuten weltweit gearbeitet und es hat mir geholfen, mich mit mir zu unterhalten, besser mit den Leuten. Ja. Aber das Wirklichste war, dass wir alle so verbindet sind durch kulturelle Mittel und wir sollten einander akzeptieren, so wie wir sind. Es ist eine sehr gute Erfahrung für mich, weil ich habe von vielen Ländern gelernt und das war sehr original. Nochmal hallo, hallo alle, hallo zusammen. Ich heiße Maxim Kalina und ich komme aus Russland, aus Novosibirsk. Viele haben schon gesagt, wie sie die Zukunft in 10 Jahren vielleicht irgendwann sehen. Aber ich will sagen, dass ich sehe meine Zukunft schon heute. Ja, meine Zukunft ist wirklich heute. Ich studiere in Berlin. Ich kann sagen, dass meine Zukunft kommt nicht irgendwann. Es ist wirklich heute und meine Zukunft und meine Gegenwart ist auf PASCH und es ist schon da. Danke.